Hallo, was zum... Hallo? Hallo, wo bin ich denn? Wollt ihr mich alle verarschen? Hallo? Ja gut, damit Servus YT bei eurem SDEVE. Ich begrüße euch hier in Counter-Strike Global Offensive. Ich bin jetzt im Gameplay. Habt ihr bestimmt gerade Angst, weil es ein bisschen dunkel ist, ne? Bin hier gerade gespawnt und ja, ich wollte einfach mal meine kleine Challenge weitermachen, so bei meinen Missionen, Operationen, irgendwas. Und ich muss 3 Kills machen mit, ne, 20 Kills mit der Pistole. Und ja, seht ihr hier, ich bin gespawnt im Dunkel und ich denke, mit der neuen Runde geht es jetzt richtig los. Was das hier gerade ist, könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare beantworten. Ich bin hier mitten im... bin ich hier gespawnt und bin einfach mal voll schwarz auf dem Kopf. Also ich sehe gar nicht. Was ist denn hier los? Also das ist recht... Also ich spiele echt sehr, sehr selten. Sehr selten. Counter-Strike Global Offensive. Aber das hat mich gerade ein bisschen verwundert. Gut. Ja. Letztens haben wir mit der Brandgranate ein bisschen geruhlt. Und haben da aufgeräumt. Und jetzt heißt es hier auf der Map Cruise im Deathmatch. 10 Minuten lang habe ich Zeit für 20 Pistolenkills. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ich werde erstmal die Barrels nehmen. So, die habe ich schon schön Skin hier. Was will der von mir? Weixer. Und ja, 3 Kills habe ich vorhin schon gemacht, weil ich wusste jetzt mal, dass das weiterzählt. Auch wenn die Runde zu Ende ist. Und deswegen geht's jetzt richtig los hier. Bams. Astro ist tot. Oh. Hallo. Bist du Gegner? Du bist irgendwie ein blöder Gegner. Du bist doch ein Bot. WTF, spiel ich ja gegen Bot? Nee, du bist kein Bot. Du bist einfach nur schlecht. Ja, bam, ist cool. Übrigens habe ich einen tollen Skin. Das ist so ein... Ist jetzt kein episches Skin oder sowas, aber ihr feiert da immer... Alter, kommt immer klar mit dem Leben. Die Dinger dauern aber auch lange zum Nachladen. Ihr feiert da so Skins. Deswegen habe ich mir gedacht, so einen schönen hellblauen, weißt du, so... Mal so ganz spontan, wie ich halt bin. Gebe ich euch mal. So, nachladen. Übelst direkt, dann habt ihr das auch immer. Einen abschießen, um die Ecke gehen, nachladen. Boah, Bot sehen. Wurde ich gerade vom Bot erledigt. Also ich spiele echt lieber gegen menschliche Gegner. Weil da weiß ich, die machen Fehler. Und Bot ist ja hier so ein so Fatzke, weißt du. Die haben ja Aimbot, weißt du? Bots mit Aimbot, man glaubt es kaum, aber ja. Also ich spiele nie gerne gegen Bots. Egal, ob es denn leicht sind oder irgendwas. Ja, Bams, ich habe ihn gerade gar nicht gesehen, ich habe einfach geschossen. 2 Mal habe ich schon getroffen. Oh, cool. Wow, Spray and Bray. Oh, shit. Schieß halt einfach mal durch, ist okay. Du bist halt ein Bot, du darfst das, ne? Oh, der hat da die Scout, ne? Ja, der hatte die Scout. Ja, also die Waffe, die kannst du schön rumrennen, so rechts und links so rumsneaken und... Kumpel, tut mir leid, wollte ich nicht abschießen. Huhn. Huhn. Ja, 13 Kills haben wir schon. Keine Ahnung. Eigentlich ein Treffer im Kopf, 63 HP abgezogen. Hätte ich nochmal getroffen, wäre es das gewesen für den Typ. Oh, und hier wieder diese Bots, ey. Ich könnte echt... Warum sind hier Bots drin? Lieber keine Spieler, aber anstatt Bots, ey. Leute, ohne Witz. Mach diese Bots raus, hier. Boah. Boah, krieg ich eine Abschlusskamera? Ne, oder? Hallo? Ja, gut. Ich kill Leute mehr. Da zählt das nicht mit den Bots. Mit den Bots. Tut mir da leid, ne, aber... Hier so übelst skillhaft von hinten, so werde ich ein paar mehr töten als meine 20, die ich brauche. Und da denke ich mal, ist das wieder im Ausgleich, ist das wieder ausgeglichen, weißt du? Und es kann heiter weitergehen. Ja, CSGO, meine Damen und Herren. Einige von euch sind da bestimmt ein bisschen mehr begabt als ich, aber ich bin eher so der CSS-Spieler. Könnte ja sagen, was er wollt, aber für mich ist das definitiv ein komplett anderes Spiel. Also, ja. Habt ihr das gerade gesehen? Der Bot schießt einfach durch irgendwas durch. Ich könnte übel eskalieren. Übelst.
Eskalationsmodus, aber nee. Heute nicht, ich schieße ein paar Hühnschnapp und Nazis für mich. Könnt ihr etwa hier durchschießen oder was? Kann man da durchgucken durch das Schwarze? Ist ja eher die Frage. Haben wir jetzt echt bloß einen Gegner? Nee, das sind mehr Gegner. Ich finde aber irgendwie diesen komischen Emery Ritz, wie er heißt da. Dich da. Zack. 20 Kills haben wir. Und dann brauchen wir noch ein paar. Hier, was schießt. Ey! Sag mal, ist er behindert? Wie kann er da hier durchschießen? Hat der Wallhack? Das habt ihr gerade gesehen, oder? Das habt ihr gerade gesehen mit euren Augen, oder? Oder was hat denn der, was ich nie hab, dass der dort durchschießen kann und ich nie, beziehungsweise durchgucken ist es ja eigentlich, ne? Hier, ja, schießt euch immer durch. Bam! Prefire! Was ist los? Kann ich auch? Hier links ist einer. Bams! Seht ihr das? Oh, ne, ist er nie. Ah, da hinten. Tut mir leid. Ah, ich hab's gewusst, ich hab's gehört. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Der fühlt sich schon richtig verarscht gerade. Ich töte irgendwie den gleichen Typen, ne? Ja, ist ja egal. Ist ja am Anfang noch hier. Bin noch ein bisschen am Schnubbern, weißt du? Weil die zweite Mission erst. Die wir jetzt zusammen bewältigen. Hoffentlich haben wir das in der Geschwindigkeit, die wir jetzt an den Start legen, das überhaupt schaffen. Bis komplett. Mal schauen. Die Map ist natürlich auch übelst Grütze, oder? Irgendwie fehlende Text. Fehlende Texturen. Ja gut, habe ich gesagt. Also ich hätte echt gerade gedacht, da läuft einer um die Ecke und der schießt gleich komplett durch. Ne? Da kann man sich um. So. Typen. Wollt ihr jetzt irgendwas haben von mir? Wollt ihr jetzt irgendwas haben von mir? Ich habe ganz viele Kugeln für euch. Mein Tricky Finger wird euch. Hier, was ist denn das? Was schießt denn da hier durch? Das ist, ich bin hier, also, wenn ihr da irgendwie eine Ahnung habt, wie das hier vonstatten geht, dann gern, könnt ihr mir das mal erklären. Oh. Ha, gemessert. So. Ah, die Bots immer, ey, die Bots. Ey, normale Gegner will ich mit abfangen, alles klar. Kein Problem, aber. Bots, Leute. Warum sind hier Bots drin? Dann echt lieber keine Spieler. Dann lege ich mich halt mit dem Typ an. Weißt du, das ist auch nicht so schlimm. Aber Bots. Ich glaube, ich bin allergisch dagegen. Hier, der schießt doch durch. Was ist denn das für ein Cheater? Oder? Das ist doch voll der Cheater. Hier, du blöder Bot. Ey, geh zu deinem Entwickler zurück. Du Arschkeks. Du alter Arschkeks, du dumme Krampe. So, 2 HP. Hm. Lässt sich Schluppe nicht mehr viel machen. Alles klar. Alles klar, Typ. Das ist auch immer wieder dasselbe, oder? Gibt's nicht. Hier, Mann. Gib ihm. Jo, komm, sei auf immer. Ja gut, ich habe jetzt meine Mission geschafft. Hier bin auch relativ erster. Und werde das jetzt hier gerade mal beenden. Weil jetzt gibt es wirklich bloß nicht mehr genug Spieler. Und naja, wollte einfach mal wieder kurz in CSGO rein. Bisschen was reisen. Und ja. Treffe auf den Cheater. Das ist ja wirklich das, was ich euch eigentlich jetzt gerade vermitteln wollte. Dass es sowas hier auch gibt. Weil meiner Meinung nach kann man durch so schwarze Sachen nie durchgucken. Oder habe ich hier gerade einen Spielfehler? Ist das normalerweise nicht schwarz, sondern durchsichtig? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht, wie gesagt, ist es wirklich ein Spielfehler und man kann hier einfach, man kann hier durchgucken. Ne? Kann ja sein.
Ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, haut's drin, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Operation, keine Ahnung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Orido, bis zum nächsten Mal, euer Stiefpilli. Tschüssi!